Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thief. Ich hatte einige Folgen jetzt, glaube ich, da hat irgendwie was gefehlt. Ich weiß, also die Audiospur war kürzer als die Videospur und zwar erheblich und das schon ohne Bearbeitung. Ich weiß nicht, woran das liegt, woher das kommt. Ich habe absolut keine Ahnung. Tut mir auf jeden Fall extrem leid. Werde ich wahrscheinlich auch in den Videos geschrieben haben, aber ich befinde mich momentan noch in genau dieser Aufnahmesession, wo ich dann die Folgen aufnehme. Ich habe das nur gesehen, weil mir da irgendwie was nicht so ganz koscher vorkam. Guck mal, da ist noch ein Knopf. Lol. Der hängt da ein bisschen ab, der Junge. Gut, da reinkomme ich wohl nicht. Sie tun mir weh. Viel zu viel Schmerz. Da kann ich doch nichts für, dass sie dir wehtun. Ich war das nicht. Ja, wie gesagt, das ist echt... What the fuck? Da kann ich mir wieder vorstellen. Moment. Kann ich das öffnen? Das ist natürlich ziemlich nervig. Da fehlen teilweise eine Minute, zwei Minuten. Übertrieben nervig. Sag ich euch. Richtig, richtig beschissen. Hallo? Ist hier jemand? Und das ist so... Nee, das ist nur... Und das ist, glaube ich, bei... Ich glaube, drei, vier Folgen ist das so. Warum? Ist ja gut. Junge. Warum auch immer? Moment, hier ist aber noch mehr zum Gucken. Diese Türen brauchen Energie. Hier steht sicher irgendwo ein Generator. Ach, Moment, das war das gar nicht, oder wie? Doch, das ist doch 3F. Oh. Looks like ein elektrischer Stuhl. Was ist das hier? Ah, guck mal, hier gibt es auch noch ein paar Sachen. Ich dachte, hier ist der Generator, aber anscheinend nicht. Ich hoffe, das ändert sich jetzt. Also ich hoffe, jetzt fehlt nichts mehr. Ich habe nämlich auch irgendwie das Gefühl, meine Festplatte geht kaputt. Also da, wo ich auch immer drauf rendern lasse und so. Das wäre natürlich ziemlich blöd. LOL! Eine Falle. Möchte ich vermuten. Was hier? Ah. Entnahme der Urkraft. Das Ritual zur Nutzbarmachung der Urkraft hat einen schweren Rückschlag erlitten. Aber vielleicht besteht doch noch Hoffnung. Die Energie ist lediglich in ein schwächeres Gefäß übergewechselt, als vorgesehen war. Ich begreife zwar nicht, wie das möglich war, aber es muss einen Weg geben, sie in den Stein zurückzubringen. Okay. Ja, noch lauter geht die Musik nicht, oder wie? Fluchtnotiz. Avery. Verzieh dich lautlos, ignoriere das Öl und das Glas. Sie dienen deinem Schutz. Entzünde eine Fackel und triff mich bei den Docks. Ich weiß nicht, was sie sind, aber wenn einer von ihnen dich sieht, dann stecke den Mistkerl in Brand und lauf. Ich warte auf dich. Okay, das hört sich jetzt irgendwie nicht ganz so vertrauenserweckend an. Ich bin ja auch Aufzugssperrung. Pete, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Der Aufzug zur Reformierung steht derzeit offen. Jeder kann einfach hineinspazieren und dem Hochsicherheitstrakt einen Besuch abstatten. Ich möchte, dass du einen Schließmechanismus einbaust. Es geht dabei nicht nur um die Sicherheit der Insassen der Reformierung, sondern auch um unsere Patienten hier in der Heilanstalt. Was geschieht, wenn eines von Handfehlsubjekten ausbricht? Die Patienten in den oberen Stockwerken wären ohne jeden Schutz. Denke mal darüber nach. Wenn du Genehmigung brauchst, besorge ich sie dir. Eliza. Ja, genau. Das wollte ich haben. So, das. Ich nehme auch einmal den, dann kann ich mir nämlich den Sack da nehmen. Oh, hier muss ich auf. Aufschließen. Will ich alle Türen öffnen? Nein, eigentlich nicht. Kein Strom. Okay, ich gucke natürlich weiter überall rein. Erstmal nehme ich mir aber das hier. Die Türen von belegten Zimmern müssen stets geschlossen bleiben. Abkehr von den Sorgen der Welt ist Balsam für die Seele.
So. Also in zwei war nichts drin, oder nee, in drei Räumen war nichts drin, aber sonst waren überall Leute drin. Und ich weiß nicht, ob ich alle Türen offen haben möchte. Hallo? Erstmal klauen wir das. Eine Spritze. Wir haben so viele Spritzen, ey. Können wir uns ein ganzes Buffet von leisten? Ah, okay. Moment. Ach so, ich soll einfach da hier so drücken und so. Ich verstehe. Na dann. Strom an. Das Ding ist... Okay, die Türen sind noch zu. Hier würde man zum Beispiel auch gar nicht reinkommen, weil hier kein Schalter ist. Toll. Halt die Schnauze. Oh. Oh. Toll. Alle Türen sind geöffnet. Jupp-tido-day-day, hey. Außer natürlich 3F. 3F ist noch zu, willst du mich verarschen? Warum ist 3F zu? Das ist aber seltsam. Na gut, aha. Allerdings muss ich eins ganz ehrlich sagen. Was passiert, wenn ich jetzt den Strom einfach abstelle? Dann bleiben die doch auf, oder? Die Türen. Ich kann den Strom nicht einfach abstellen, deswegen macht das auch keinen Sinn. Schade, sonst wäre ich in die anderen ja doch nochmal reingegangen, aber so nicht. So schleichen wir uns einfach nur hier rein. Und sind hier drin. Und gucken, was hier steht. Kalibrierung. Maschine muss vor Operation sorgfältig kalibriert werden. Das Durchdringen des Schleiers, der das Fenster zur Seele verhüllt, kann den Pfad zum Wohlbefinden enthüllen. Okay. Da ist auch irgendwas Schimmerndes. Ach, guck mal, da ist sogar ein Loch drin. Lol. Zeig ihm nicht, dass du Angst hast. Er darf nicht sehen, dass du die Kontrolle verlierst. Ich wollte ihn aufhalten. Wollte mich selbst retten. Doch sie lassen mich nicht erwachen. Ich brauche die Urkraft aus dem Mädchen. Aber sie darf nicht sterben. Auf keinen Fall. Du verstehst die Angst nicht wahr, Garrett? Die Angst, gefangen zu sein. Benutzt zu werden. Schnell! Sie verdirbt sie! Siehst du? Oh, ich zerstöre alles. Die Urkraft ist gefährlich. Sie muss beherrscht werden. Nein! Das ist nicht gut. Ich bringe sie wieder runter in die Gefängnisebene. Okay. Ich hielt dich für tot. Doch es war schlimmer. Du hast die Urkraft gestohlen. Jetzt will der Baron sie zurück. Sie haben die Gefängnisebene erwähnt. Ich muss wohl noch tiefer in dieses Loch hinein. Lol. Hey, Junge. Moment, hier ist noch was. Verlegungsanforderungen. Ich verstehe die unvermeidlichen Bedenken, aber ich sehe mich dazu gezwungen, Patientin Nummer 18 nach unten ins Gefängnisstockwerk zu verlegen. Mir ist bewusst, dass das nicht das übliche Vorgehen ist, aber das Objekt muss zur Sicherheit aller isoliert werden. Das Gefängnisstockwerk ist der einzige geeignete Ort. Okay, jetzt sind die natürlich draußen und wir haben ja gesehen, der eine hat schon Spaß, gehabt, ein bisschen rumzuprügeln. Frage ist, wo ist der Typ hin? Kann ich den K.O. schlagen? Arschkekser. Mach dich mal vom Ugly Man.
Okay, hier irgendwo müssen wieder nicht Zahlen sein oder so. Was ist denn hier? Hier müsste irgendwo was sein. Egal, wir haben hier hinten schon mal was. Hopp. Irgendwo, vielleicht hier drinnen, müssten doch auch wieder Zahlen sein. Ich glaube nicht, hier drinnen wäre voll lame, wenn die das schon wieder benutzen würden. Den alten Hut. Ne? Aber hier ist irgendwas, vielleicht. Sterilisation. Instrumente vor der Vivisektion mit Alkohol reinigen. Die Untersuchung der Belastungen des menschlichen Körpers erfolgt am besten im vollen Licht des Lebens. Jo, das ist nicht falsch. Keine Ahnung, ob hier noch einer ist. Der ist auf jeden Fall erstmal K.O. Da sollte ich mir keine Sorgen mehr machen, der Bursche. Was haben wir hier? Oh, Klopfen in allen in den Rohren. Pete, bring das Klopfen in diesen verrotteten Rohren in Ordnung. Ich schwöre, ich höre dieses verdammte Geräusch bereits in meinen Träumen. Ich träume es bei der Arbeit schon selbst mit den Fingern. Ich frage dich, kann man so operieren? Ja. Dr. Huntfield! Das Problem... Moment, was sehe ich vielleicht so, welche Zahlen das sein müssten? Nö. Schade. Das war falsch. Ja, nee, lass mal los. So, ich ignoriere das jetzt einfach, dass hier was ist. Also, nix. Okay, ich dachte, da ist irgendwas Interessantes. Hier ist auch noch ein Zettelchen. Lobotomieraum. Die Breite des Stahlpickels muss an die Schädeldicke des Patienten angepasst werden. Eine überbordende Fantasie ist das erste Anzeichen von Wahnsinn. Aha. Überbordend, habe ich auch noch nie gehört. Oh, guck mal, hier ist Verbindung zu irgendwas anderem. Voll toll. Oder auch. Na, jetzt geht's los hier. Die Schmetterlinge einer Sommerblüte. Oh, wie hübsch. Ach so, guck mal, ich kann auch so durch die ganzen Räume. Ah. Ja, nee, ist klar, Junge. Okay, der Typ steht da so. Ich versuche den mal K.O. zu schlagen. Die Schmetterlinge auf einer Sommerblüte. Ja, genau so. Aber nicht anders. Zack. Auf Wiedersehen, mein Freund. Der ist einfach nur noch weg. Oh, verdammt. Da liegt was. Halt. So. Meine Lupe. Hydrotherapie. Maximale Effektivität durch Variation der Eintauchdauer. Atme Wasser ein, atme nicht aus. Also bei mir ist irgendwie, wenn ich Wasser einatmen würde, dann ist irgendwie eher so Husten angesagt. Ja? Guck mal. So, dann hier hoch. Ich gehe jetzt auch hier nochmal gucken. Okay, der kriegt mich nicht mit. Sie veränderten sich. Echt? Schweinerei. Bam! Ich weiß eigentlich, soll ich... Ah doch, 12 K.O.-Schläge soll ich ja eigentlich machen, ne? Ich habe mich schon gefragt, wie ich das hinkriegen soll, aber jetzt ist das wohl klar. Wahrscheinlich werden wir noch andere Gefangene K.O. hauen müssen, können, dürfen. Wie auch immer. Okay, weiter komme ich nicht, weil hier ist Game Over. Ah, hier ist Strom dran. Heißt... Forsch? Dulfan. Ich stelle mich mal lieber hier so hin und ich... Nein, ich möchte hier hinspähen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber ich mache es einfach mal. Ich habe irgendwie... Ich will da nicht so ganz normal stehen. Ach, guck mal, da hat jemand gekratzt. Ist ja süß. Bisschen Fingernägel gefeilt. Muss ja auch mal sein. Okay, kommt keiner raus. Läuft. Ach so, ach, da muss ich auch noch ein Safe für knacken. Ja, nie, ist klar. Dass das auch so einfach geht, finde ich ja super. So. Zack, jetzt geht's nach unten. Nach unten, nach unten.
Denn wir sollen ja weiter in die Tiefen. Das bedeutet für mich nach unten. Muss ich sagen. In bahnbrechender Geschwindigkeit. Also wir liegen ja mindestens... Ich weiß auch nicht. 3 cm pro Stunde zurück. Warum zeigt er mir immer noch da oben an? Hä? Ja, vielleicht ändert sich das gleich, wenn ich unten angekommen bin. Aha. Läuft. Okay. Achso, da ist die Tür. Ha. Oh, das kennen wir doch schon. Da haben wir Pfeile drin. Ja, habe ich aber leider alle voll. Was haben wir hier? Knopf. Ein Knopf für das Licht. Man könnte sagen, ein Lichterknopf. Okay. Sieht ein bisschen aus wie so eine verkokelte Leiche, die hier rumspaziert. Aber eine verkokelte Leiche kann ja nicht spazieren gehen. Oder etwa doch? Ist der nicht hier lang gegangen? Na, vielleicht bin er dann auch weitergegangen. Vielleicht ist der aber der dann abgebogen und ist hier halt hin. Zack. Oh, eine Chirurgenschere. 20 Gold? Nicht wenig. Boah, wo kommen wir denn hier hin? Da ist es. Gollum! Gollum, warte auf mich! Ich wollte dich schon immer mal was fragen. Hallo, natürlich gehen wir dem jetzt nach. Ist ja wohl... lol. Wo ist ich denn hin? Ein neuer Fokuspunkt. Es ist da runtergekrabbelt, oder? Ja. Hat das auch noch eine andere Bewandtnis, dieses Vieh, oder ist es einfach nur so? Ah ne, Fokus-Upgrades hier. Scharfsinn könnte ich noch machen. Geschicklichkeit, Fähigkeit, Anklosen, Person schnell. Kampf. Fähigkeit, Gegner mit einem einzigen Schlag zu betäuben. Visiere dazu mit aktivierter Fokus sich den Torso des Gegners an und drücke natürlich doch. Beschleunige eine Aktion im Kampf beim Ziehen und beim Schuss erklangen leicht, indem die Welt um dich herum verlangsamt wird. Das ist ja nice. Das finde ich aber super. Ich glaube, das nehme ich. So, kaufen. Ja, ja. Zack, zack. Cooler Shit, Junge. Okay. Greifen die mich an, wenn die mich sehen? Patienten nicht nähern. Patienten nicht ansprechen. Alle Behauptungen, ein Patient sei gesund, missachten. Patienten werden zu ihrem eigenen Schutz fixiert. Und das Wichtigste, niemals nach Mitternacht füttern. So. Das musste mal gesagt werden. Die Regeln waren nämlich unvollständig. Wurde Aaron tatsächlich hier festgehalten? Ich muss alle Zellen überprüfen. Lol. Die verschwinden ja irgendwann einfach so. Die Viechers. Was sind da los? Mir ist aufgefallen, dass Patient Nummer 11 aufgeregt und aggressiv reagiert, wenn Patientin Nummer 18 an seinem Zimmer vorbeigefahren wird. Seine Versuche, sie zu berühren, werden zwar sofort unterbunden, doch sein Bemühen ist derart gewalttätig, dass er heute einen der Fixierungshaken aus der Decke seiner Zelle ziehen konnte. Der Fall muss untersucht werden. Aha. Wenn wir irgendwo einen Fixierungshaken nicht in der Decke sehen, wissen wir Bescheid, da müsste irgendwo, irgendwann mal oder auch nicht die Zelle von Nummer 18 sein, die ja wahrscheinlich Aaron sein wird. Dann doch. Ja, genau. Das wollte ich jetzt auch. So, ich soll alle Zellen gucken, aber erstmal gucke ich hier. Ne, das ist Wasser. Was haben wir hier? Hier ist irgendwie nichts, weil hier ist zugewachsen. Komische Schmodderrotze. Wahrscheinlich wird das hier genauso sein. Okay. Ich würde echt gern wissen. Greifen die mich an? Lol. Okay, die greifen mich an, Tatsache.
Oh, lol. Weg mit dir. Verpiss dich. Oh, du Hure. Nein. Oh, ich bin tot. Alles klar. Die kriegst du aber auch nicht down. Da kannst du machen, was du willst. Alles klärchen. Dann weiß ich Bescheid. Ich lass die mal lieber in Ruhe. Die sind ein bisschen gefährlich, die Burschen. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Dann ziehe ich mich mal lieber wieder zurück. Gehe hier lang. Würde aber an dieser Stelle auch direkt mal sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Hoffe natürlich, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin. Haut rein, Leute.